Willkommen zurück beim Bottrop-Bierblog. Heute habe ich für euch Egmonds Double. Ja, willkommen zurück beim Bottrop-Bierblog. Heute wieder mit Egmonds Double. Das habe ich an Silvester in Egmond gekauft. Wer sich erinnert, vielleicht an das Egmonds Bock. Das konnte ja auch die Ehre von holländischem Bier hier nicht so wirklich retten. Mal sehen, ob jetzt das Double da irgendwas anderes ändern kann. Riecht schon mal nicht schlecht. Hat auch eine schöne dunkle Doppelfarbe. Wenn ich mich recht erinnere, sah das Bock auch sehr gut aus, hat er aber doch versagt. Man hat noch Hoffnung für das Double. Auf jeden Fall sehr dicke, feste Schaumkrone, das finde ich gut. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Das ist ja auch schon mal weit wert. Muss ja nicht immer alles nur lecker sein. Optisch sieht er wieder gut aus. Geruch ist. Oh. Sehr süß, sehr Karamell, der Geruch. Bin sehr gespannt. Prost. Mal erstmal durch die 5 Kilometer Schaumkrone hier arbeiten. Ja, die Schaumkrone ist schon harter durchzukommen. Der Geschmack ist schon extrem süß. Da kommt kaum als eigentliche Bier. Wieder extrem süß, vor allem Karamell-Nussgeschmack. Ist so gar nicht meins, muss ich sagen. Ist mir zu süß, zu extrem. Schmeckt ein bisschen wie Schokoladenbier, würde ich sagen. Schokoladen-Toffifee-Bier. Können wir mal gucken. Ich habe ganz vergessen zu sagen. Es steht ja auch vor, es habe gar nicht drauf, wie viel Prozent das hat. Ist ja so eine private Mini-Brauerei. Weil ja auch schon ein Dorf Egmond schon so mini ist. Da kann nicht viel an großer Brauerei sein. Das ist wie gesagt nicht so lecker. Egmond ist eine sehr schöne Stadt, da kann man einen schönen Urlaub machen. Bier am besten von zu Hause mitnehmen. In diesem Sinne sage ich Prost und bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Mal schauen, was da gibt.